Wir sollten nah sein. Grazie a Dio. Sicheres Geleit. Maria und Claudia zur Villa Auditore in Monte Rigioni. Eskortieren. Was für ein komischer Name, ey. Und damit die dritte Sequenz und die epische Assassin's Creed Musik. Und dann laufen da vier Templer auf uns zu. Buongiorno, Ezio. Wie kannst du Florenz verlassen, ohne dich richtig zu verabschieden? Ezio! Was willst du, Vieri? Oh, so viele Dinge. Der Wichser. Der unter am Anfang auch Palazzo, schon. Zwei neue Hengste, eine hübschere Braut. Oh, ach ja, und dein Leben. Mein Beileid für den Verlust deines Vaters und deiner Brüder. Was wird nun geschehen, wo dir keiner mehr helfen kann? Ich habe wunderbare Dinge mit deiner Mutter und deiner Schwester vor. Das wird mir zu langweilig. Erledigt ihn und schont die Frauen nicht. Was ist das für ein Zauber? Keine Zauberei, Junge. Können. Zeigt euch jetzt. Wie du willst. Hier, benutzt das. Tötet sie. Tötet sie alle. Laju, du wirst nicht entkommen. Ergreift ihn. Lass meine Familie in Ruhe und direkt auf. Und du auch. Ich schulde euch Dank. Behalte das Schwert, Ezio. Kenne ich euch von irgendwoher? Erkennst du mich nicht? Ich bin's, Mario. Onkel Mario? Zu viel Zeit ist vergangen, Neffe. Viel zu viel. Ich hörte, was in Florenz passiert ist. Furchtbar. Komm. Bringen wir euch hier weg. Sicheres Geleit. Synchronisiert. Casa Dolce Casa. Zusammen mit Mario die Villa Auditore erkunden. Also, erzähl mir alles. Sie haben Vater wegen Verrates gehängt. Federico und Petruccio auch. Dann wollten sie mich. Weißt du warum? Ich habe keine Antwort, Onkel. Nur eine Liste mit Namen von einem Mann, der meinen Tod wollte. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie tot sind. Keine Sorge. Wir geben ihrem Toden einen Sinn. Hätte ich nur auch so viel Zuversicht. Komm schon, halt Schritt. Wir sind fast da. Ich glaube, vieles in Monte Rigioni wird dir gefallen. Ich dachte, Monte Rigioni wäre ein Feind von Florenz. Jetzt. Nächstes Jahr wieder Freunde. Das Jahr danach wieder Feinde. Und so weiter. Ich komme nicht mehr mit. Also versuche ich es gar nicht. Das sind ehrliche, hart arbeitende Leute. In den Läden gibt es vielleicht nur einfache Dinge, aber dafür gut gemacht und verlässlich. Hier ist auch eine Kapelle. Der Priester scheint sehr nett zu sein, aber ich war noch nie ein Mann des Glaubens. Wusstest du, dass die Villa Auditore fast 200 Jahre alt ist? Sie wurde von meinem Urgroßvater erbaut. Ein seltsamer Mann mit vielerlei Geheimnissen. Halte deine Augen offen. Vielleicht entdeckst du ein paar davon. Wegen der ständigen Kämpfe fehlt dem Ort leider ein wenig der letzte Schliff. Ich wünschte, ich könnte etwas tun. Aber ich habe einfach weder Zeit noch Geld, um es reparieren zu lassen. So ist wohl das Leben. Hier sind wir. Casa Dolce Casa. Und? Was meinst du? Sehr beeindruckend, Onkel. Sie hat wohl bessere Tage gesehen. Glaub mir, ich würde sie erstrahlen lassen, wenn ich nur die Zeit hätte. Da ich dir nun alles gezeigt habe, mein Neffe, solltest du gehen und dich einkleiden.
Meine Leute auf dem Markt erwarten dich. Komm wieder, wenn du soweit bist, dann fangen wir an. Anfangen? Womit denn? Ich dachte, du kämst, um zu lernen. Nein, Onkel. Ich kam, um aus Florenz zu flüchten. Und ich will meine Familie noch weiter wegbringen. Und dein Vater? Er wollte sicher, dass du sein Werk beendest. Welches Werk? Mein Vater war Bankier. Warte, er hat nichts erzählt? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Was hast du dir gedacht, Giovanni? Wo soll ich denn anfangen? Geh und hol dir das Zeug vom Markt. Dann habe ich Zeit zum Denken. Aber... Kein Aber. Wir sprechen später weiter. Etwas Taschengeld, falls du es brauchst. Und wenn du dich mal erholen willst, habe ich dir ein Zimmer in der obersten Etage der Villa eingerichtet. Nett, den Schmied besuchen. Ja, die Stadt, die hat irgendwas. Ein paar Stiefel und einen Dolch kaufen, okay. Stiefel habe ich schon mal. Waffen, kleine Waffen, Dolch. Habe ich auch. Dann wirk ihr also nur so gewöhnlich. Eine Rüstung erhöht die maximale Gesundheit. Bessere Preise als diese werdet ihr nirgends finden. Kommt und seid nicht schüchtern. Ich tat, was ich konnte, aber vielleicht solltet ihr versuchen, euch einen anderen Beruf zu suchen. So, Medizin. Das ist jetzt besser, aber ich sage, Vorsorge ist die beste Heilung. Oh ja, da sagst du was. Reise so niedrig, dass ihr euren Augen nicht trauen werdet. Schaut nur her! Ich bekomme hier ausschließlich Meisterwerke der Casa Dolce Casa synchronisiert. Dann will ich ja schon fast sagen, dass wir mal den ersten Aussichtspunkt hier oben so holen sollten. Oder sollen wir einfach hier weitermachen hier? Keine Sorge. Hier bleiben wir nur eine kurze Weile. Ich mag es hier nicht. Ich will nach Hause. Ich weiß. Hallo, Onkel. Ich tat, was ihr sagtet. Und auch schnell. Ben Fato. Und jetzt bringe ich dir bei, wie man kämpft. Nein. Wie schon gesagt, wir ziehen weiter. Ezio, du hast es kaum gegen Vieri geschafft. Auf der Straße wirst du keine Woche überleben. Wenn du gehen willst, na gut. Aber dann wenigstens mit der Fähigkeit und dem Wissen gewappnet, dich zu verteidigen. Wenn nicht für mich, für deine Mutter und Schwester. Fein. Sehr gut. Übung macht den Meister. Von Mario lernen, wie man kämpft. Ein Schwert kannst du schwingen, sicher. Doch Angriff allein gewinnt keinen Kampf. Du musst überleben, um zuzuschlagen. Ich bringe dir bei, wie man ausweicht. Ihr sagtet, mein Vater war mehr als ein Bankier? Bringt wohl nichts, mich zu winden, was? Dein Vater war ein Assassine. Ich sagte doch bereits,
Mein Vater war ein Pfeffersack. Nein, er wurde zum Töten geboren und erzogen. Das kann ich nur schwer glauben. Fähigkeit, Schnarchschnitt. Ich habe dir gezeigt, wie man einen Angriff vermeidet. Jetzt zeige ich, wie du das in einen Vorteil verwandelst. All das über Assassinen und Templer, das riecht nach Fantasie. Wie etwas von einem alten Pergament, das mit obskurer Schrift bedeckt ist? Woher wusstet ihr? Du hast deines Vaters Klinge, also dachte ich mir, dass du auch seine Codex-Seite haben hast. Codex? Sie, eine Beschreibung der Arbeit des Ortes, sein Ursprung, der Zweck und die Technik. Unser Credo, wie du willst. Dein Vater glaubte, der Codex enthielt dir ein mächtiges Geheimnis. Etwas, das die Welt verändern würde. Vielleicht haben sie ihn selbst geholt. Assassinen, Templer, das ist ein Du. Du musst deinen Geist öffnen. Hä? Und bedenke, nichts ist wahr, alles ist laut. Aua, der macht mir ganz schön fertig. Ja, ich soll kontern, aber wie? Halten Sie. Vogliamo aprire le danze. Non ce la fai. Coraggio. Sai, le armi servono ad Ular. Ihr könnt mich nicht. Hai, Bob. Ketche. Normalerweise geht das voll einfach. Warum geht das jetzt so schwer? Oh. Sei in pessima forma. Dovresti fare più parte. Ach so, nach Pfeiltasten nach oben und dann halten. Nein. Bis kein Reisessen mit Geschmack. Nee. Muss nicht um. Ist nicht so später. Oh, man. Die geht mir auf den Sack, ey. Ja. Habe ich wenigstens verstanden. Ah.
Ja, auch dafür schon. Ich geh mir langsam auf den Sack hier, ey. Oh, Alter, was mache ich hier? Alter! Chiudiamo questa faccenda. Ich hasse es zu warten. Fähigkeit Prozin erlernt. Du machst gute Fortschritte, Ezio. Heute zeige ich dir, wo du dich im Kampf am besten positionierst. Wo du stehst und wie du dich bewegst, kann den Unterschied machen. Entschuldigung, dass ich gerade leicht gereizt war. Ich sah sehr wohl, wie du meine Bibliothek seziertest. Glaubst du mir also jetzt? Ja, mein Vater war ein Assassine. Aber weshalb diese Heimlichtuerei? Kennst du den Templerorden? Einer von vielen Ritterorden, die während der Kreuzzüge entstanden. Die Chroniken sagen, dass er vor fast 200 Jahren in Frankreich aufgelöst wurde. Aber das stimmt nicht. Nur in den Untergrund gedrängt, von wo er sein ruchloses Werk fortsetzte. Welches Werk? Die Templer, die Menschheit. Und wir, die Assassinen, haben geschworen, sie zu bekämpfen. War Uberto einer von ihnen? Ja. Und die anderen Namen auf Fassungsliste? Genauso, Templer. Das heißt Vieri. Wie sein Vater, Francesco. Wahrscheinlich wie die ganze Pazzi-Familie. Das würde vieles erklären. Oh, Alter. Fähigkeit fliehen erlernt. Jetzt geht's alles ein bisschen schneller. Mario besiegen. So, Neffe. Du hast dich wirklich gemacht. Danke, Onkel. Für alles, was ihr mir gabt. Du bist Familie. Es ist meine Pflicht und mein Wille. Ich bin froh geblieben zu sein. Gut, du hast dich gegen Abreise entschieden. Wir segeln nach Spanien. In 3 Tagen. Aber Neffe, ich lehrte dich diese Dinge, damit du besser vorbereitet gegen unsere Feinde kämpfen kannst. Wenn sie mich finden, werde ich bereit sein. Du willst gehen, Ezio? Alles wegwerfen, wofür dein Vater kämpfte und starb? Dein Erbe leugnen? Fein, wie du willst. Arrivederci e buona fortuna. Onkel, wartet. Warum ist er so wütend? Wie sollte er nicht? Vieri belästigt uns, seit ihr hier angekommen seid. Wohl zu erwarten, denke ich, bei seiner Herkunft. Checkpoint erreicht, zu Mario gehen. Oh, nein. Onkel! Wo sind denn alle? Sie sind nach San Gimignano, um diese Schlange Vieri zu töten.
Ich will dabei sein. Bei den Stellen findet ihr, was ihr braucht. So, aber wie es weitergeht, seht ihr wieder in den nächsten Folgen. Macht's gut. Entschuldigung nochmal dafür. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.